So, guten Tag. Hier ist Bernd Gerstenberger. Audio? Habe ich schon. So, guten Tag. Hier ist Bernd Gerstenberger von Autodesk. Willkommen bei Erweitern Sie Ihren eigenen AutoCAD IQ. Wir haben in dieser Reihe diesmal das Thema Arbeiten in 3D, 2D zu 3D Arbeitsabläufe in AutoCAD 2017. Ich werde das hier zusammen mit meinem Kollegen Carsten Sänger präsentieren. Besser gesagt, ich werde so ein paar allgemeine Sachen sagen und der Carsten wird dann technisch das vorführen, live in AutoCAD. Und unten finden Sie noch ein paar Daten, wenn Sie sich per Telefon einwählen wollen. Das können Sie gerne tun. Bevor wir jetzt wirklich beginnen, zögern Sie nicht, während der Live-Demonstration irgendwelche Fragen zu stellen oder im Chatfenster oder im Fragenfenster. Ich werde dann versuchen, im Hintergrund, während Carsten seiner Präsentation, Fragen zu beantworten. Ganz am Ende gibt es eine zusätzliche Frage- und Antworteinheit, indem Sie dann nochmal Audio oder auch wieder im Fenster über Chat die Fragen stellen können, die wir dann versuchen werden zu beantworten. Die ganze Präsentation wird aufgezeichnet und ist dann später als Download, steht sie zur Verfügung. Besuchen Sie dazu auch unten die Autodesk.com-Seite mit AutoCAD IQ Deutsch. Dort finden Sie alle Dateien. Sie werden am Ende dieses Seminars auch noch eine E-Mail bekommen mit den Zugangsdaten. Noch ein Punkt, ein Hinweis. Sie haben es vielleicht schon mitbekommen, der eine oder andere, vielleicht der eine andere noch nicht. Es gibt jetzt eine deutsche Forumsseite. Nicht nur eine englische wie in den letzten vergangenen Jahren, sondern seit letzten Sommer gibt es diese Forumseite auch auf Deutsch für verschiedene Produkte, die Sie oben sehen. Hier können Sie auch Feedback geben zum aktuellen oder zu vergangenen AutoCAD-Webinars. Wir sind immer sehr dankbar, um unsere Webinars dann zu verbessern. Das nächste Webinar wird am 9. Juni stattfinden. Das Thema wird sein, mit dynamischen Blöcken in AutoCAD 2017 arbeiten. Es gibt dann natürlich auch noch eine YouTube-Seite und einen Boxlink, die Sie dann später eben dann zur Verfügung gestellt bekommen per E-Mail und verschiedenen Links darin. Dort finden Sie auch vergangene Webinars und deren Daten dazu. Wenn Sie grundsätzlich Probleme haben mit ja, Registrierung, dann, Moment, da habe ich jetzt ein bisschen was, da ist etwas im Weg. Ja, also wir haben, wie gesagt, zwei Forenseiten, eine englische und eine deutsche. Möchte ich Sie darauf hinweisen, für verschiedene Produkte. Dort können Sie Fragen stellen. Dort können Sie Ihr Wissen teilen mit anderen. Hier werden User anderen Usern helfen. Ab und zu schaltet sich dann auch noch ein Autodesk-Mitarbeiter hier direkt ein. Wenn Sie stärker beteiligt sein wollen oder einfach ein bisschen die Fortentwicklung von den Produkten fördern wollen und Ihre eigene Meinung hinzubringen wollen, dann nehmen Sie teil bitte am AutoCAD Beta Programm, einmal für AutoCAD und einmal für AutoCAD LT. Senden Sie dann eine E-Mail an die angegebene Adresse und Sie werden dann Zugangsdaten bekommen für die nächste Beta-Version. Dieses wird allerdings erst im späten Herbst dieses Jahres wieder beginnen. Ja, und da möchte ich noch ganz kurz ein paar Worte zur AKN-Seite von Autodesk sagen. Hier, das ist eigentlich ein zentraler Punkt für unseren Support hier.
Sie können hier grundsätzlich erste Schritte finden. Erfahrene Benutzer können hier irgendwelche Lernprogramme und Videos finden zum Download. Insgesamt finden Sie hier auch Links zu Downloads von Ihren Produkten, von Service Packs, Hotfixes, und über Fehlerbehebung kommen Sie auf unsere Troubleshooting-Seite, wo dann verschiedene vom Support-Mitarbeitern veröffentlichte Artikel auffindbar sind, die zu konkreten Problemen Lösungsvorschläge anbieten. Wir im Support sind hier angehalten, bei jeder gelösten Aufgabe einen Artikel zu schreiben. Sie können sich vorstellen, dass da schon einige zusammengekommen sind, sprechen davon mehreren tausend Artikeln zu den verschiedensten Produkten. Wenn Sie auf dieser Seite sind, dann werden Sie auch unten noch weitere Punkte finden. Zum Beispiel können Sie hier Ihre Benutzerkonten verwalten, Ihre Subskription. Sie finden Links zu den Foren und Blogs, aber auch zur Installation, Aktivierung, Lizenzierung, falls es da irgendwelche Probleme geben sollte oder Sie Fragen dazu haben, oder einfach nur einen Link zum Kundendienst. So, jetzt sind wir auch schon fast fertig, und bevor ich an Carsten übergebe, habe ich jetzt noch drei Fragen an Sie. Die erste lautet: Ist Ihr erstes Autodesk Help Webinar? Okay, warten wir noch ein bisschen. Es stimmen noch ein paar Leute ab. Na? Knapp die Hälfte hat jetzt schon abgestimmt. Bernd, darf ich dich kurz unterbrechen? Ja, gerne. Bernd, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Anscheinend, ich höre gerade, ich sehe im Chatfenster, dass wir keinen Ton haben. Oh, schlecht. Da steht, es gibt nur die Ansage, dass das Webinar in Kürze beginnen wird. Ah, schlecht. Also. Es ist jetzt... The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Können Sie mich jetzt hören, wenn Sie kurz Rückmeldung geben würden? Ah, jetzt geht's. Okay, das tut mir leid. Sollen wir da nochmal von vorne ein bisschen beginnen? Nein? Also Sie haben es vielleicht einfach gesehen, was da drauf geschrieben war, dass wir technische Probleme hatten. Jetzt zu den Abfrageergebnissen. Wir sind jetzt so, dass die Hälfte hat jetzt abgestimmt, und es ist tatsächlich so, dass 50% Ja sagen. Sie haben an unserem Webinar schon teilgenommen, und 50% Nein. Das freut mich für diejenigen, die hier zum allerersten Mal da sind. Und ich freue mich auf die anderen, die nicht mal da sind, dass wir, ja, dass es doch so erfolgreich war, dass sie wiedergekommen sind. Dankeschön dafür. So, jetzt die nächste Abfrage. Welche AutoCAD-basierte Anwendung verwenden Sie? AutoCAD, AutoCAD LT, mehr dann so AutoCAD Architecture, MEP, dem Bereich, oder den Infrastructure-Bereich mit Civil 3D und Map 3D? Okay. Verwenden AutoCAD, 38% AutoCAD LT. Ah, immer noch 50% verwenden also auch Architektur, MEP und Elektronik, solche Sachen. Und 17% Civil 3D, Map 3D. 21% andere, das ist ja interessant. Würde mich ja fast interessieren, was sie genau verwenden. Und jetzt die letzte Frage, bevor wir beginnen.
Verwenden Sie 3D-Modellierungs- und Editierungswerkzeuge in AutoCAD? Ja, regelmäßig, ja, aber selten, nein. Ja, 100% regelmäßig. Das ist gut, wunderbar. Das war's jetzt. Ich übergebe jetzt an meinen Kollegen Carsten Sänger. Er wird jetzt die Live-Präsentation zu dem Thema Arbeiten in 3D, 2D zu 3D-Arbeitsabläufen in AutoCAD 2017 geben. So, vielen Dank, Bernd. Von mir auch nochmal ein herzliches Willkommen. Ich hoffe, mich kann man hören. Wenn man mich nicht hören kann, bitte gleich im Chatfenster die Hand heben. Ich bitte nochmal die technische Schwierigkeiten mit dem Ton zu entschuldigen, aber ich glaube, das ist soweit in Ordnung, wenn wir hier die Präsentation einfach weitermachen. Das konnte man ja ganz gut an den Slides ablesen. So, heute möchten wir uns beschäftigen mit der Erstellung von oder Überführung von 2D-Plänen in 3D-Pläne. Einige grundlegende Arbeitsweisen und Techniken besprechen, die daraus resultieren. Das, was wir jetzt hier am Bildschirm gerade sehen, ist eigentlich unsere Ziel-DWG, die wir erstellen wollen. Und auf unserer Agenda steht heute eben, was muss man in der 2D-DWG und für die 2D-Geometrie vorbereitend unternehmen, um hier am schnellsten in eine 3D-Zeichnung zu bekommen. Wie erstellen wir das 3D-Modell am besten? Der nächste Schritt nach dem groben Erstellen vom 3D-Modell ist, das 3D-Modell verfeinern und zusätzliche Informationen zu laden. Und dann besprechen wir kurz weitere Verwendungsmöglichkeiten für das 3D-Modell. Jetzt wechsle ich in mein AutoCAD. Dort habe ich schon einige Zeichnungen vorbereitet für Sie. Machen wir das mal groß. Gleich zu Beginn, wundern Sie sich nicht über diese komischen Koordinaten, die wir hier unten haben. Das sind jetzt Fantasiekoordinaten. Ich habe diese Zeichnung aus dem englischen Sprachraum und die Fußangaben einfach in Meter umgewandelt. Also wir arbeiten im Grunde genommen dimensionslos mit Zeichnungseinheiten. Des Weiteren, generell ist 3D-Modellieren nichts anderes als Bauklötzchen spielen mit Kindern. Man hat verschiedene Formen, kann die miteinander im Schnitt bringen oder vereinigen oder aufeinandersetzen. Und wenn man sich das vor Augen hält, dann ist die 3D-Modellierung gar kein großes Geheimnis. Was sollten wir tun, wenn wir oder warum sollten wir hier dieses Modell in 3D überführen? Wenn ich dieses Modell lassen Sie mich anders anfangen. Es gibt nicht viele Leute oder viele Leute tun sich schwer, einen 2D-Konstruktionsplan, wie wir ihn hier haben, 3D zu visualisieren, sich ein Bild zu machen oder eine genaue Vorstellung zu bekommen, was das ist und wie es dann aussehen könnte. Wenn wir das Ganze jetzt in 3D präsentieren, dann haben wir dafür viel mehr Zuhörer, wir können etwas mit der Einrichtung spielen, Möglichkeiten aufzeigen, das Design zu verbessern und bekommen somit einen viel besseren Raumeindruck von diesem Plan oder von dieser Planung. Wenn wir jetzt diese 3D-DWG bekommen, wenn wir sie nicht selber erstellt haben, aus einer anderen Quelle, ist es immer sehr gut, diese Datei erstmal so aufzubereiten und zu bereinigen, dass wir damit arbeiten können. Die grundlegende Bereinigung ist in dem Fall ein Bereinigen-Befehl, um diese Datei von unnötigen Elementen wie Blöcken, Layern und so weiter, Textstilen und so weiter zu bereinigen und damit
sicherzustellen, dass wir nichts mitschleifen, was wir überhaupt nicht brauchen. Eine Prüfung der Datei ist im Grunde genommen auch empfehlenswert, einfach um zu sehen, hat die Datei irgendwelche Fehler oder hat die Datei irgendwas, was mir später zum Problem werden könnte. Und daher ist es erstmal wichtig, dass man mit einer sauberen Datei arbeitet. Ich habe dabei immer sehr gerne dieses AutoCAD-Textfenster offen. Dann sehe ich genau, ob ich irgendwelche Fehler habe oder ob sie, wenn Fehler da sind, welcher Art sie sind und ob sie repariert werden konnten. Sie können auch generell, ist es empfehlenswert, mit einer Kopie zu arbeiten, nicht, dass Sie hier Ihre Ausgangs- oder Quelldaten überschreiben oder editieren und am Schluss brauchen Sie Elemente dieser Dateien oder Daten und Sie haben dann keine Kopie mehr vorhanden. Noch zwei, drei Tipps zum schnellen Bereinigen der Datei. Ich habe das schon mal in einem früheren Webinar besprochen. Es gibt hier eine tolle Funktion, die heißt Layer-Anzeige. Und wenn ich diese Datei jetzt bekommen würde, könnte ich mir hiermit alle Layer anzeigen und einzeln die Layer aufrufen, indem ich hier durch die Layer durchgehe und mir dann genau anzeigen lasse, was ist denn auf diesem einzelnen Layer drauf? Ist die Datei soweit sauber? Hier sieht man es zum Beispiel schon farblich getrennt. Dass der Layer Glazing ist, also die Glasscheiben, die in Gelb sind. Hier haben wir keine gelben Elemente, also es ist nichts gemischt. Ist die Datei quasi vom Layer, auf der Layer-Seite sauber aufgebaut. Das würde mir jetzt im Grunde genommen, wenn ich jetzt hier auf die Annotation gehe, ermöglichen, einen ganzen Layer über Layer löschen. Das ist den Befehl finden wir hier, Layer löschen, einen ganzen Layer zu löschen. Dafür wähle ich ein Objekt aus und ja, ich möchte fortfahren und dieser ganze Layer ist dann gelöscht. Eben, ich sollte mich vorher vergewissern, dass ich nichts aus Versehen lösche, was nicht gelöscht werden sollte. Eine andere Möglichkeit, schnell Daten loszuwerden aus der Datei, ich klicke ein Objekt an, was ich loswerden möchte und gehe über Ähnliches auswählen und habe dann alle Objekte, die in meinem ähnlichen Auswählen-Dialog definiert sind, ausgewählt und könnte die dann löschen. Wenn ich diesen Ähnliches Auswählen in der Kommandozeile angebe, in dem Fall Select Similar, dann sollte ich, jetzt mache ich hier was in der Reihenfolge falsch, hier in der Kommandozeile, jetzt kriege ich es gerade nicht hin auf die Schnelle, bekomme ich hier meine Einstellungen und kann dann auswählen, wie, nach welcher Definition oder nach welchen Optionen ich Ähnliches auswählen möchte. Dort kann ich zum Beispiel definieren, alles, mein Ähnliches ist alles gleicher Farbe oder alles auf einem gleichen Layer oder Kombinationen daraus. Des Weiteren, was ich auch im Laufe der Präsentation ansprechen werde, ist die Arbeit mit verschiedenen Koordinatensystemen. Normalerweise arbeiten wir hier in der Draufsicht in einem Weltkoordinatensystem und das bedeutet nichts anderes, als dass wir von oben auf die Zeichnung schauen und eine X- und Y-Ebene aufgespannt haben. Dieses Koordinatensystem-Symbol gibt uns da die Achsen an und zeigt uns die Achsen an. Ich kann dabei definieren, weil wir gleich gerade beim Thema sind, ob ich dieses Symbol hier eben an meinem Nullpunkt, so wie ich es jetzt hier habe, angezeigt haben möchte oder ob ich es generell eben immer links unten in der Ecke angezeigt haben möchte, egal wo ich mich befinde in der Zeichnung, oder ich kann es auch ausblenden. So, nehmen wir jetzt an, ich habe die Zeichnung, das hier war eine leere Zeichnung und ich habe über einen Einfügen-Befehl diese Zeichnung als Block in meine leere Zeichnung eingefügt. Das ist alles bereinigt und ich kann anfangen zu arbeiten. Was ich außerdem zu dieser Zeichnung noch habe, das sind
im Grunde genommen die Seitenansichten und Schnittansichten. Und diese sind im Grunde sehr wichtig oder auch sehr hilfreich, was die 3D-Modellierung betrifft. Ich würde dieses, oder es wäre jetzt möglich, diese Zeichnung auch wieder über einfügen in meine Zeichnung. Ich lasse die einmal als Block und nehme die Vorgabeeinstellungen und hätte diese Elemente nun als Block in meiner neuen Zeichnung drin und könnte die jetzt erstmal zur Seite schieben und dann könnte ich sie mit Ursprung aufheben, sodass ich die einzelnen Elemente habe. Das sind jetzt einzelne Linien und ich möchte aber schon diese 5 Einheiten als eine Einheit bearbeiten. Dazu könnte ich mir diese Elemente, die zu einer Einheit gehören, gruppieren. Über die rechte Maustaste erstelle ich hier eine Gruppe und hätte da die Möglichkeit, das Ganze als ein Objekt zu verwalten. Es bietet sich an, in dem Fall als nächsten Schritt Hilfslinien zu generieren. Diese Hilfslinien, bin ich hier im richtigen Arbeitsbereich, ja, oder Konstruktionslinien finde ich hier unter Zeichnen und das geht im Grunde ganz einfach. Ich definiere mir einen Ausgangspunkt und ich definiere mir eine Richtung und habe dann eine Konstruktion, unendliche Konstruktionslinie erstellt, die mir dabei hilft, meine Seiten anzuordnen und dahin zu schieben, wo sie sein sollen. Also könnte ich zum Beispiel hier und hier eine zweite Konstruktionslinie erstellen und diese Konstruktionslinie würde ich jetzt kopieren. Jetzt habe ich schon einen Unterstrich gemacht und an einen weiteren Punkt, polare Verschiebung, circa, ich nehme jetzt mal eine Einheit, es sollte einheitlich sein und genug Platz bieten und ich habe jetzt den Wert 600 genommen. Jetzt wäre es mir möglich, diese Gruppe an den Konstruktionslinien auszurichten. Ich schiebe die mal auf diese Ecke und als nächstes drehe ich mein Objekt um diesen Basispunkt und hätte dann meine Seite, das ist im Grunde genommen die Seitenansicht von hier, ausgerichtet, so dass ich diese Seite hier sehen kann. Ein nächster Schritt wäre es dann, das zeige ich Ihnen am besten in der neuen Zeichnung. Ich nehme hier jetzt in diesem Webinar einige Abkürzungen, weil wir sonst nicht das ganze Thema unterbringen könnten. In dieser Zeichnung sind sozusagen jetzt nach dem Prinzip, wie ich es gerade eben gezeigt habe, alle Seitenteile und um das Objekt angeordnet. Hier haben wir die Seiten und das hier ist ein Schnitt durch die Mitte und haben jetzt im Grunde genommen sowas wie eine Explosionszeichnung des Raums erstellt. Der nächste Schritt wäre es jetzt in den 3D-Arbeitsbereich zu wechseln. Das mache ich mal hier über diese Möglichkeiten rechts unten und habe dann in der Multifunktionsleiste hier oben meine 3D-Werkzeuge und ich gehe, indem ich hier auf den Würfel, auf die Ecke klicke, in eine isometrische Ansicht. Die gefällt mir jetzt nicht, ich hätte es gern von der anderen Seite gesehen, weil der nächste Schritt wäre es, diese Wände hier sozusagen aufzurichten, um weitere eine Höhenreferenz für unsere spätere weitere Bearbeitung zu schaffen. Ich erstelle hierzu ein Gizmo im 3D. Wir haben hier verschiedene Gizmos, ein Verschieben, ein Drehen und ein Skalieren-Gizmo. In dem Fall brauchen wir hier ein Drehen-Gizmo und dieses Drehen-Gizmo wird auf ein Objekt angewendet. Das heißt,
Ich kann hier einzelne Objekte auswählen und der Drehbefehl wird dann nur darauf angewendet. In dem Fall ist die Ausrichtung des Drehobjekts oder des Gizmos hier mittig, was wir in dem Fall nicht wollen. Wir wollen es ja quasi um diese untere Achse nach oben drehen. Das heißt, ich gehe hier mit der rechten Maustaste auf den Mittelpunkt des Gizmos und sage Gizmo neu positionieren. Und kann dann mein Gizmo hin und her schieben an eine Stelle, wo ich es haben möchte. Es ist im Grunde genommen egal, wo ich das jetzt hier unten platziere. Hauptsache, es ist auf dieser unteren Achse. Hoppala. Jetzt habe ich aus Versehen Enter gedrückt und wir sind aus dem Befehl rausgegangen. So. Und der nächste Schritt ist nun, kann ich hier mir diese Achse, um diese grüne Achse drehen, indem ich einfach hier drüber drehe und 90 Grad eingebe in dem Fall und somit habe ich meine Wand aufgerichtet. Das müssten wir jetzt im Grunde für alle Höhen- oder Seitenansichten wiederholen. Ich habe hierfür eine extra Zeichnung angelegt, in dem das schon geschehen ist. Ich werde jetzt gleich mal die anderen Zeichnungen löschen, nicht dass wir am Ende zu viele Zeichnungen offen haben, was auf die Performance geht. Einmal. So. Hier haben wir im Grunde den Status nach dem Aufrichten der Wände, meine Konstruktionslinien. Brauche ich in dem Fall jetzt nicht mehr. Ich kann jetzt diese hier löschen. Hier sieht man zum Beispiel, dass diese anscheinend auf einem anderen Layer lag oder andere Eigenschaften hatte und wurde nicht über die Schnellauswahl oder mein ähnliches Auswählen mit ausgewählt. Wenn wir im 3D arbeiten, ist es sehr ratsam, sauber mit den Layern zu arbeiten. Das heißt, ich lege mir für meine 3D-Objekte Layer an. Das ist jetzt hier etwas, liegt an meiner Bildschirmauflösung, mir etwas zu klein. Ich kann mir das hier rausziehen, wenn ich das öfter brauche und positioniere mir das mal hier hin und würde mir jetzt zum Beispiel, als nächstes wäre der Schritt, diese Wände zu modellieren. Würde mir jetzt hier einen Layer anlegen, der das ist jetzt zu klein. 3D-Wände oder 3D, bleiben wir mal im englischen Sprachgebrauch, 3D-Wall. Gebe dem Layer eine schöne Farbe, die wir noch nicht haben. Das wäre jetzt, nehme ich mal ein hellblau und machen den Layer aktiv, weil wir auf diesem Layer arbeiten. Der erste Schritt wäre jetzt, dass ich mir den Grundplan ansehe und überlege, wo sind meine Wände. Und hier sehe ich zum Beispiel zwei offene Bereiche in meinen Wänden. Die müsste ich mir ganz schnell mit einer Linie schließen, damit ich meine weiteren Tools anwenden kann. Sonst würden die Tools nicht greifen. Das ist jetzt auf dem 3D-Wände-Layer, müsste ich dann nachher löschen oder eben auf einen anderen Layer legen. Wir haben im Grunde jetzt zwei schöne Werkzeuge, die wir benutzen könnten, um die vorbereitenden Maßnahmen zu treffen. Das wäre einmal eine Umgrenzung zu erstellen. Dort findet quasi das Programm die Umgrenzungslinien für ein Polygon und erstellt dann eine Umgrenzung. Oder ich kann auch eine Region erstellen, was mit den Optionen im Grunde genommen das Gleiche macht. Die Vorgabeeinstellungen für die Umgrenzung lasse ich hier mal gleich. Ich will eine Polylinie erzeugen und die Erkennung soll an sein. Und jetzt kann ich hier, indem ich hier einen internen Punkt wähle, sehen, aha, hier wurden diese Umgrenzung gefunden. Und mit Enter erstelle ich hier quasi jetzt eine Umgrenzungslinie. Man sieht nicht viel,
Also ich muss dazu sagen, diese Umgrenzung, die gefunden wurde, das ist jetzt kein geschlossenes Polygon, sondern eben irgendwelche Linien, die auch auf verschiedenen Layern liegen können. Und der Umgrenzungsbefehl macht mir dann eben daraus ein Polygon, ein geschlossenes. Sie sehen im Grunde genommen jetzt gar nichts, dass irgendetwas passiert ist, außer hier vielleicht so etwas Blaues durchblitzen. Hier kommt jetzt ein meiner Meinung nach wichtiges Werkzeug bei der in AutoCAD generell zum Tragen, und zwar ist das die wechselnde Auswahl. Die haben wir hier. Wenn ich die anschalte, die ist normalerweise, hier haben wir das Symbol dafür. Es gibt dazu auch Tastaturkürzel, die da wären zum Beispiel Control und W, damit schalte ich es. Control ist Steuerung, Steuerung und W, damit schalte ich es ein und aus. Das würde dann so ausschauen. Und wenn ich das eingeschaltet habe, dann kann ich über ein Objekt fahren und bekomme dann dieses doppelte Zeichen an meinem Fadenkreuz, was mir anzeigt, hier liegen mehrere Objekte übereinander. Um dann quasi durch diese Objekte scrollen, kann ich entweder mit dem Tastaturkürzel Shift und Space hin und her, oder wenn es mehr Objekte sind, durchscrollen, und es wird mir immer das aufgezeigt oder hervorgehoben, was dann selektiert werden würde. Oder ich klicke hier mit der linken Maustaste an diese Stelle und bekomme dann ein Auswahlfenster. Ah, da liegen eine Linie und ein Polygon oder eine Polylinie übereinander. Welches möchte ich denn da von beiden auswählen? In dem Fall möchte ich die Polylinie auswählen und würde jetzt versuchen, diese Linie zu einer Wand hochzuziehen, buchstäblich. Und hierfür habe ich im 3D zwei grundlegende Werkzeuge. Das ist zum Beispiel die 3D-Extrusion. Dort habe ich ein geschlossenes Polygon und kann es einer Höhe zuweisen. Ich habe aber auch ein erweitertes Werkzeug zur Extrusion. Das ist hier in dem Grund das Werkzeug Klicken und Ziehen. Auf Englisch heißt das Press-Pull. Das benutze ich jetzt mal hier. Ich wähle quasi meinen Bereich aus. Ich wähle irgendwo in meinem Polygonbereich drin und habe dann an meinem interaktiv die Möglichkeit, die Höhe zuzuweisen. Also ich kann hier rechts und links gehen, aber ändert sich nichts. Es wird jetzt nur noch die Höhe, Eingabe der Höhe erwartet. Und hier kommt jetzt meine Seitenansicht zum Tragen. Ich kann nämlich jetzt in diese Seitenansicht scrollen und kann mir die Höhe von diesem Punkt abgreifen. Fange den Punkt und bestätige die Höhe, und jetzt habe ich im Grunde genommen meine 3D-Wand schon in der richtigen Höhe erstellt. Wollen wir das nochmal wiederholen an dem kleinen Stückchen daneben? Also ich erstelle mir erstmal ein Umringpolygon, einen internen Punkt. Da ist er. Ich bestätige mit Enter und weise dann, ich kann das jetzt hier mit dem Extrusion auch machen. Hier muss ich jetzt das ganze Objekt anwählen, die Polylinie, und kann jetzt hier im Grunde genommen auf diesen Punkt, jetzt sind wir blau und blau, hier anfangen, und schon habe ich diese Wand erstellt. Ich habe jetzt hier zwei Wände. Wenn ich weiß, ich brauche diese nicht extra aufgeführt, eine Wand reicht mir, dann wäre in dem Fall der Boolsche Befehl Volumenkörpervereinigung zu wählen, indem ich beide Objekte 3D-Volumenkörper anwähle, Enter drücke, und schon ist das Ganze ein Objekt. Zu diesem Werkzeug Umgrenzung gibt es eine Kleinigkeit zu sagen. Diese wirkt sich auf das Umgrenzungs- oder das Objekt, was quasi ausgewählt wird, darf den Bildschirmrand nicht schneiden. Es muss komplett sichtbar sein. Wenn ich jetzt hier so weit reinzoome, dass hier oben links dieses Objekt aus dem Bildschirm herausragt, und ich würde jetzt diese Umgrenzung versuchen anzuwenden, dann bekomme ich eine Fehlermeldung. Und das sagt mir, eine geschlossene Umgrenzung kann nicht bestimmt werden. Aber eigentlich
das ist jetzt ein bisschen verwirrend, eigentlich ist es ja geschlossen, aber es heißt im Grunde nichts anderes, bitte herauszoomen, sodass das ganze Objekt sichtbar ist und den Befehl nochmal anwenden und dann habe ich mein Umgrenzungssymbol. Gut, gehen wir auf den in unsere nächste Zeichnung. Also der nächste Schritt wäre es, alle auf alle meine grünen Wände diese Extrusion anzuwenden und diese Wände zu erstellen. Ich lade jetzt mal unsere Abkürzungs-DBG. In DBG sind im Grunde genommen alle Wände in der Höhe extrudiert worden. Ein weiterer Schritt ist jetzt zum Beispiel die Frage, wir haben jetzt hier ein Beispiel, hier ist offen gelassen und hier ist die Wand zu. Es gibt einmal viele Wege zum Ziel und jeder muss sich für sich selber stellen, wie es seiner Denkweise am besten entspricht, wie er denn den 3D-Raum aufbaut. Ich habe jetzt hier entweder die Möglichkeit, mir aus diesem Fenster auch wieder durch Extrusion, das machen wir gleich nochmal, ein Objekt zu generieren, ein 3D-Objekt und dieses im Grunde genommen hier in diese Lücke hineinzuschieben. Die zweite Möglichkeit wäre es, hier ein Schnittobjekt zu erzeugen und mit einem Volumenkörper-Schnittobjekt hier ein Loch zu schneiden. Also das eine ist eher die konstruktive, das andere ist eher die destruktive Methode. Ich werde das jetzt mal mit diesem Subtrahieren und der Boolschen Operation zeigen. Davor möchte ich aber noch schnell zwei Dinge erwähnen. Das ist vielleicht Grundlegendes und viele wissen es schon oder ich hatte es auch schon mal erwähnt, aber manchmal ist es sehr ärgerlich, wenn man sich hier in dieser Zeichnung orientieren will, vor allem mit dem schnellen Orbit, also Shift und mittlere Maustaste, irgendwo drückt und der Drehpunkt ist irgendwo ganz verschoben. Es gibt da eine Systemvariable, die heißt Orbit Autotarget und die kann man einstellen, na, jetzt hat er das nicht genommen, hier sind wir, zwischen 0 und 1. 01 ist die Vorgabeeinstellung von AutoCAD. Das ist nichts anderes als, ich drücke mal hier und wir sehen, wo der grüne Punkt erscheint. Der erscheint quasi hier am Nullpunkt. Das ist der Nullpunkt oder der Mittelpunkt meiner Zeichnungsobjekte. Das Ganze funktioniert wunderbar, wenn ich weit draußen bin. Also er ist immer etwas woanders als da, wo ich drücke. Wenn ich jetzt hier in dem Bereich drücke mit meiner linken Maustaste, erscheint der Punkt hier in der Mitte. Das funktioniert alles so gut, solange ich weit rausgezoomt bin. Wenn ich aber sehr im Detail arbeite und ich möchte zum Beispiel hier ganz stark reingezoomt um diesen Punkt hier herum scrollen, dann drücke ich dort jetzt und versuche zu drehen und ich sehe, mir springt quasi mein ganzes Modell irgendwie irgendwo hin und ich kann mich überhaupt nicht orientieren. Wenn ich wieder rauszoome, sehe ich, ich bin ganz woanders und das kann ich verhindern, wenn ich sehr stark im Detail arbeite, indem ich für Orbit Autotarget eine 0 eingebe, dann wird der Drehpunkt immer da gesetzt, wo ich auch drücke. Das heißt, wenn ich hier an der Ecke drücke, ist der auch auf 0. Wenn ich hier an der Ecke drücke, dann ist hier auch mein grüner Drehpunkt. Wenn ich hier ganz stark hineinzoome, an der Ecke drücke, dann ist hier mein Drehpunkt und ich kann mich um diese Ecke oder um diese Kante herumdrehen. Das finde ich sehr wichtig zu wissen, gerade wenn man stark im Detail arbeitet. Ich möchte hier irgendwo ganz stark auf diese Kante hier snappen, komme aber nicht richtig ran, dann kann ich das mir hier im Grunde auf die andere Seite drehen, ohne dass mir das Modell verspringt. Ein anderer Trick, den ich sagen möchte, ist dieses, was ich noch erwähnen möchte, ist diese erweiterte Funktion mit diesem Klicken und Ziehen. Klicken und Ziehen kann in dem Fall nämlich nicht nur körperbildend, sondern auch körperlöschend sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel
mit Klicken und Ziehen sage, dieser Bereich hier über der Tür gefällt mir gar nicht. Dann könnte ich mir hier diese Fläche auswählen und hier nach oben ziehen und schon habe ich das dementsprechend abgeändert. Ich kann das Ding auch komplett löschen. Ebenso könnte ich mir hier, wenn ich es nicht hätte, wenn das meine Ausgangssituation wäre, könnte ich mir hier ganz schnell ein Rechteck aufziehen, von der Ecke zu der Ecke und dann über Klicken und Ziehen mir die Fläche auswählen und nach oben explodieren. Wenn ich jetzt wüsste, wie hoch das ist oder das werden soll, gebe ich den Wert direkt ein. Ansonsten gebe ich irgendwas ein, verschiebe das Objekt von der Ecke an diese Ecke. 3D-Objekt-Snap sollte da natürlich, oder Objektfang sollte natürlich angestellt werden. Und jetzt könnte ich das Ganze, wenn die Höhe nicht stimmt, nochmal über Klicken und Ziehen so weit korrigieren, dass ich hier ein Objekt habe. Im Grunde gehen wir dann so oder so ähnlich auch für die Seitenwand vor. In dem Fall, wenn wir hier, könnten wir uns diese Wand nehmen. Ich werde hierfür dieses Drehen-Gizmo stört mich, das mache ich wieder aus. Ich sage hier, ich möchte kein Gizmo haben für das Objekt. In dem Fall würde ich vorschlagen oder empfehlen, dass wir auf einer Kopie arbeiten, weil wir eventuell bestimmte Geometrien nochmal verwenden und ich gehe dazu über, dass ich hier ein paar Sachen löschen werde, die ich vielleicht auch später wieder brauchen könnte. Der erste Schritt ist natürlich, die Gruppe aufzuheben, sodass ich an die einzelnen Elemente herankomme. Ja, das hat er jetzt nicht genommen. Gruppe aufheben. Jetzt ist sie aufgelöst und jetzt habe ich die einzelnen Linien, die ich mir dann dementsprechend bearbeiten kann und mein Objekt erstellen. Jetzt kommen wir zum Thema Koordinaten. Ich arbeite ja jetzt nicht mehr in der XY-Ebene, sondern ich arbeite in der RXZ-Ebene. Zeichnen kann ich aber besser in der XY-Ebene. Das heißt, ich müsste hier mir schnell ein benutzerdefiniertes Koordinatensystem erstellen. Dafür habe ich mehrere Möglichkeiten. Hier über Koordinaten kann ich mir eben ganz individuell erstellen durch drei Punkte. Ich gebe hier zwar quasi den neuen Ursprung an, sage, und hier unten in der Kommandozeile kann man es lesen, ich soll den ersten Punkt auf der irgendeinen Punkt auf der positiven X-Achse und irgendeinen Punkt auf der positiven Y-Achse definieren. Und schon habe ich mein Koordinatensystem neu erstellt. Das sehe ich jetzt noch nicht. Dafür müsste ich es hier am Ausgangspunkt, das ist in dem Fall der Nullpunkt, anzeigen lassen. Also habe ich jetzt, sehe ich das hier, hier ist meine XY-Ebene und ich würde auf dieser Ebene zeichnen. Es gibt noch andere Möglichkeiten, schnell ein Koordinatensystem anzupassen. Dazu gehört einfach die Drehung um eine bestimmte Achse. Hätte es wahrscheinlich gereicht, wenn ich das Ganze um die Y-Achse gedreht hätte, dann wäre das genauso aufgestellt worden. Oder ich richte mein Koordinatensystem aus, entweder an einer Ansicht, wenn ich in der Frontansicht bin, sage ich, das soll jetzt meine neue Zeichnungsebene sein. Oder ich richte es aus an einem Objekt, oder ich richte mein Koordinatensystem aus an einer vorhandenen Fläche. Wir sind jetzt in dem Zeichnungsbereich. Hier lösche ich mir schnell diese Linien, die ich nicht brauche. Ich möchte mich jetzt auf das Fenster konzentrieren und lösche dabei das, was ich nicht brauche und müsste mir dann diese Linien hier vereinigen. Einem Umriss. Ich kann diese Linien entweder über ein Join oder zu verbinden
zu einem Objekt machen. Es wäre auch möglich gewesen, über PolyEdit, PEdit die Linie über die Untermenüs zu verbinden zu einer Fläche. Jetzt habe ich im Grunde genommen ein Umring, eine Polylinie, die ich wiederum extrudieren kann. Bauen wir uns einen Tunnel bis hierhin, bringen diese zum Schnitt mit der Wand und könnte jetzt über eine Subtraktion einmal den Volumenkörper wählen und dann das schneidende Objekt wählen. Und ich habe hier ein Loch in unsere Wand geschnitten, in die wir jetzt als nächstes die Fenster einpassen können. Ich werde dazu mal meine nächste Zeichnung öffnen. Das war diese hier. In der Zeichnung geht es darum, die Säulen zu erstellen. Das werde ich jetzt aus Zeitgründen schnell theoretisch ansprechen. Funktioniert im Grunde genommen ganz genauso. Ich habe hier mein viereckiges Grundriss und kann dann im Grunde genommen diesen leicht extrudieren, meinen Kreis extrudieren und wieder den Grund, ein ähnliches Objekt wie den Grundriss oben drauf setzen und das Ganze über Boolsche Operation vereinigen, und schon habe ich eine einfache Säule erstellt. Diese Säule kann ich dann als Block speichern, als 3D-Block, und dann über in meiner Zeichnung quasi an alle Stellen, wo ich sie brauche, setzen. Wie mache ich die Fenster? Die Fenster funktionieren im Grunde genommen ganz ähnlich wie vom Prinzip her, wie gerade eben schon angesprochen. In dem Fall würde ich wieder eine Kopie erstellen. Hoppala, das Ganze sollte eine Gruppe sein, damit ich das kopieren kann. Und das könnte ich jetzt, ich will sie nicht verschieben, ich will sie kopieren. Weil wir einerseits den Fensterrahmen, andererseits die Glasscheiben modellieren wollen. Also haben wir hier die Gruppierung, die wir wieder aufheben, um an die Unterobjekte zu gelangen. Wir schneiden das, was wir nicht brauchen, heraus, sodass es uns nicht stört. Und in dem Fall hätten wir schon hier einen Fensterrahmen, den wir über eine Boolsche Operation modellieren können. Wenn ich jetzt mal diese Fensterobjekte vereinige. Das sind jetzt ein paar Klicks, die ich machen muss, um die einzelnen Linien zu vereinigen. Und dann haben wir die dritte Fensterscheibe. Und den Rahmen. Jetzt würde ich zum Beispiel hergehen über Region, hier eine Fläche erstellen und das Ganze dreimal. Und dann hätte ich quasi vier Objekte, die Polylinie wähle ich aus, dann hätte ich vier Objekte, mit denen ich auch Boolsche Operationen durchführen könnte. Und die dritte. Die Polylinie brauchen wir, Enter. Und jetzt wäre es möglich, über eine Differenzoperation hier in diese große Fläche die Löcher zu schneiden. Ich mache das erstmal mit einem. Also die große äußere auswählen, bestätigen, die kleine innere auswählen. Bestätigen, und dann haben wir das Loch da drin reingeschnitten. Dasselbe jetzt nochmal, nur um zu zeigen, dass dasselbe auch mit mehreren Objekten gleichzeitig geht. Also das auswählen und das auswählen. Und dann haben wir hier
sozusagen unseren Fensterrahmen, den wir wiederum extrudieren können und anschließend an diese Stelle schieben können in unsere Aussparung. Sollte ja genau passen, weil wir auch dieses Objekt zum Ausschneiden verwendet haben. Dasselbe machen wir im Grunde genommen vom Prinzip her für unsere Fenster. Wir werden quasi, wir hätten hier dann diese drei Umrisslinien als Fenster, würden die dann auch wieder extrudieren und eine Dicke zuweisen und dann eben auf einen, zum Beispiel auf einen Layer Glas legen und diesen Glaslayer, etwas nicht angezeigt, so wie es sollte, könnten wir dann transparent schalten. Das würde dann ausschauen wie hier. Ist noch offen. Ach, das ist die, jetzt habe ich die falsche ausgewählt. Wir brauchen die nächste Zeichnung. Nummer 8. Das sehen wir jetzt von unten. So, hier hätten wir jetzt den Rahmen und die Fenster, um eine Transparenz mit einem transparenten Layer, um durch die Fenster durchsehen zu können. Der nächste Schritt, ich muss jetzt mich etwas beeilen, weil die Zeit knapp wird, wäre es, die Decke zu generieren. Dafür ist es vielleicht hilfreich, wenn man den ganzen Grundriss entweder verschiebt oder kopiert und sich an einen Rand gibt, sodass man hier arbeiten kann, ohne dass man durch irgendwelche Objekte oder 3D-Volumenkörper etwas verdeckt ist. Wichtig bei der Decke ist es, man sieht es hier an den lila Linien oder magenta Linien, die Decke ist abgetreppt. Also da haben wir mehrere Stufen drin. Das sieht man auch, wenn man von unten in die Zeichnung reinschaut. An dieser Stelle, dass es hier verschiedene Deckenhöhen gibt. Aber durch das Prinzip mit dem Extrudieren und den Höhen der Wände kann ich das ganz schnell mit einem Objektfang verwirklichen. Der nächste Schritt ist im Grunde genommen die Referenzierung von anderen Objekten, eventuell durch XREFs, das könnten wir jetzt machen. Also ich benutze jetzt hier mal eine Modellansicht. Kamera 1, das ist im Grunde genommen hier, als wenn ich auf dem Bett liegen würde und könnte mir jetzt hier über eine Referenz weitere Bilddaten oder Objektdaten hinzuladen, die da zum Beispiel wären, wir haben hier Pflanzen, die schon an der richtigen Stelle in der anderen DBG liegen. Deswegen brauche ich sie hier nicht am Bildschirm bestimmen, sondern kann sie einfach hineinladen. Dann würde das nach der Ansicht so ausschauen, dass ich mir hier Stück für Stück quasi das Zimmer möbliere. Dasselbe könnte ich zum Beispiel auch tun für andere Säulen. Wenn ich hier jetzt eine Designstudie mache, ich möchte jetzt hier nicht diese Säulen haben, sondern ich möchte andere Säulen dafür verwenden, dann könnte ich mir die hier hineinladen. Das sieht man jetzt nicht. Dafür müsste ich diesen Layer, wo diese Säulen drauf liegen, einmal frieren. Und jetzt sehe ich hier, habe ich andere Säulen, um hier einen anderen Eindruck zu gewinnen. Ein kleiner Tipp, es gibt bei Autodesk eine Webseite, nennt sich seek.autodesk.com oder Autodesk Seek, wo sie sich verschiedene DWGs für Möbel als Grundlagendatei laden können. Zum Beispiel hier über diese BIM-Files gibt es im Grunde genommen Möbel zu laden und das habe ich im Grunde genommen in unserem in der finalen DWG auch noch gemacht. Zum Beispiel etwas
ausmodellierteres Bett geladen. Ah, jetzt ist in dem Fall gar nicht da. Ja, jetzt reagiert er nicht. So, dann lade ich das mal als Einzeldatei. Das wäre dann diese Datei gewesen. Die könnte man sich jetzt im Grunde auch über eine XREF in diese Zeichnung hineinladen und so Stück für Stück immer mehr Detail der Zeichnungen mit den Zeichnungen hinzufügen. Der nächste Schritt, wenn die ganzen Geometrien gesetzt sind, wäre es dann Lichter zu setzen und Materialien zuzuweisen. Weil man denkt immer, da muss ich aber gleich warnen, das ist schnell geschehen. Aus meiner Erfahrung ist das mindestens nochmal 50% der Arbeit, Materialien und Texturen vernünftig zu setzen und Lichtquellen, um das Ganze dann schön zu rendern. Das soll es erstmal gewesen sein von meiner Seite. Wir haben jetzt noch ganz kurz Zeit, dass der Bernd, dass ich dem Bernd wieder die PowerPoint übergebe und wir die Präsentation oder das Webinar schließen. Ich verabschiede mich schon mal von meiner Seite und hoffe, Sie sind beim nächsten Mal auch wieder dabei. Wir haben noch eine Frage, Bernd. Was für eine Frage geht es da? Einen Moment. Externe Referenzen sind doch zum externen Datenaustausch ohne DM hinter. Ich weiß nicht ganz klar, was mit DM gemeint ist. Aha. Also grundsätzlich kann ich jetzt sagen, grundsätzlich kann ich jetzt sagen, dass externe Referenzen, ach, Volt meinen Sie, okay, Datenmanagement ist damit gemeint gewesen. Okay, externe Referenzen sind einfach Zeichnungen, die hinzugeladen werden können in eine andere Zeichnung. Und wenn jetzt die Originalzeichnung geändert wird, gespeichert wird, dann wird die in der anderen Zeichnung, in dem diese externe Referenz geladen ist, automatisch oder halbautomatisch dann abgedatet. Also es poppt dann noch bei den Standardeinstellungen unten eine Blase ein und diese Blase zeigt an, dass die externe Referenz modifiziert worden ist und dann kann man dann draufklicken und dann hat man sofort den aktuellen Stand, beziehungsweise wenn eine Zeichnung einfach neu geöffnet wird, die in dem die externe Referenz angehängt ist, dann ist die externe Referenz schon auf dem automatischen Stand. Ist also sowas Quisensicht sowas ähnliches wie W-Block, bloß halt mit der Aktualisierung und ist gut für Arbeitsteilungsprozesse, die eine Abteilung dies, die andere Abteilung tut das, zeichnen und alle, und dann gibt es irgendjemand, das sammelt alle Zeichnungen zusammen und muss sich eigentlich um die einzelnen Zeichnungen gar nicht so richtig kümmern. So, jetzt komme ich nochmal ganz kurz zur Präsentation zurück. Bin jetzt wieder Präsenter. So. Wir haben hier noch, erstmal vielen Dank Carsten für die Ausführungen hier, war sehr interessant. Es gibt hier noch weitere Quellen, die Sie einfach nachlesen können. Sie können, wie gesagt, diese PowerPoint-Zeichnung herunterladen. Hier sehen Sie verschiedene Links, die zu bestimmten Artikeln führen oder Hilfeseiten führen, die genau sich mit diesem Thema beschäftigen. Dann haben Sie Fragen oder Anregungen für uns, dann stellen Sie uns die Fragen und auch für Ideen für zukünftige Webinars in der Erinnerungs-E-Mail, auch der Link dazu. Sie können uns auch direkt schreiben, indem Sie an die folgende E-Mail-Adresse schreiben, autodesk.help.webinars@autodesk.com. Geben Sie als Betreff ein Build Your AutoCAD IQ. Dann ganz zum Schluss, bevor ich zu den Fragen und Antworten komme, habe ich noch eine letzte Frage an Sie. Haben Sie denn jetzt an dem heutigen Webinar etwas gelernt? Ja oder nein? Mhm.
83% haben jetzt mal geantwortet, 88%. So, dann schließe ich jetzt einfach mal die Abfrage. Ja, 92%, so haben wir fast alle. Also, immerhin 82% haben etwas gelernt, das freut mich. Für die 18%, die heute nichts gelernt haben, vielleicht war es trotzdem eine Erinnerung und eine Auffrischung von dem, was sie schon wissen. Und vielleicht ist es jetzt einfach nochmal ein bisschen präsenter. Falls Sie jetzt noch Fragen und Antworten haben, ich sehe hier noch verschiedene Fragen. Da sehe ich, ist okay, aber bei Datenübergabe werden an den meisten Stellen vergessen, diese mitzugeben. Ja, es gibt hier, ja, das kann ich beantworten. Also ich würde hier empfehlen, ich hoffe, man kann mich hören. Ich würde empfehlen, ein E-Transmit zu erstellen, dann sind alle X-Refs mit drin. Entschuldigung, der. Hallo, wie kann ich die Unterlagen als PowerPoint-Datei bekommen? Also Sie kriegen dann eine E-Mail, die ganzen Links nochmal. Grundsätzlich ist auf dieser PowerPoint-Seite. Ach, Sie können. Wie? Haben Sie schon beantwortet? Okay. Hast du beantwortet, okay. Also grundsätzlich ist es schon, es gibt eine E-Mail, da ist ein Link drin, da können Sie es runterladen. Gibt es keine Körpereinstellung aus einer 3D-Gitter-Geometrie? Hast du die auch beantwortet schon? Ja. Okay, kannst du es so kurz nochmal sagen? Für alle? Ja, also heute haben wir hauptsächlich Volumenkörper besprochen. Es gibt dazu natürlich jetzt auch noch die Gitter- und die Oberflächengeometrien sowie NURBS. Das sind alles verschiedene Techniken, um 3D-Objekte zu erstellen. Alles ist eigentlich für sich gesehen wert, in mindestens 3 Webinar-Themen behandelt zu werden. Ich hoffe, dass wir in der Zukunft ein Thema haben für die Gittergeometrien. Dann würden wir das dort präsentieren. Okay, dann kommen wir zum Ende. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Würde mich freuen, wenn wir Sie nächsten Monat wieder begrüßen dürften. Vielleicht empfehlen Sie uns auch an irgendwelche Kollegen und Freunde weiter. Je mehr Teilnehmer, desto wohler fühlen wir uns auch. Und dann einen schönen Tag noch. Wiederhören. Tschüss.